Beim Fighten geht... Weil ich noch kurz am Versterben bin. Beim Fighten... Und Fighten geht auf die... Ja. Auf den Magen. So, back to the roots. To the way. Das probieren wir noch aus. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein Päuschen. Jo. Weil dann habe ich nämlich die magische Grenze... Wie siehst du hässlich aus? Du siehst so hässlich aus, so. Dann habe ich die magische Grenze von 3 Stunden voll. Und du weißt ja, dass es da immer mal ein Problemchen gab. Ja. Kleineres. Meiner! Wer? Der Krieper? Hm? Warum denn das? So, sind wir denn hier überhaupt richtig? Ja. Hier müssen wir eigentlich immer nur noch geradeaus. Hops. Hoffe ich zumindest. Aua. Flup, 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 flup. Irgendwo auf dem Weg, guck mal da, eine Ölquelle. Ja, die sieht doch schon gut aus. Die sieht doch gar nicht schlecht aus. Siehst du, muss man gar nicht so weit latschen. Dies ist eine Ölquelle. Mitten in der Wüste. Und hier hängen... Bevor wir in den Golf starten hier. Und hier hängen Vanes. Ja. In der Luft. Erstaunlich. Ja. Mit der Ölquelle hier kannst du Sprit herstellen. Und so weiter. Ein Bienenstock. Wie hieß das Werkzeug, was ich dazu brauche, um die abzubauen? Coop. Ein Coop. Scoop. Ein Scoop. Jetzt haben wir es wieder. Coop. S-C-O-O-P. Gut. So, ich bin gespannt, ob wir den Spawner jemals wiederfinden werden. Der war nicht weit weg von dem... Wüstentempel. Dann sind wir wahrscheinlich schon zu weit. Ich meine, der wäre in Richtung Motorradhelmberg gewesen. Was ist denn das? Öl. Ja, das sind diese Ölpfützen, die ich sagte, die nicht sehr ergiebig sind. Da hinten ist aber noch eine Quelle, glaube ich. Oder hier. Das ist auch eine Pfütze. Gut. Ja. Der war hier irgendwo, der Spawner. Frag mich nicht mehr, wo der war. Ich weiß es nicht mehr. Oh nein, wir haben den Spawner verloren. Der wäre hier in diese Richtung irgendwo gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon zu lang her. Aber so, dann rennen wir mal eine Runde rum. Also hier ist auf keinen Fall. Hm. Aber Kupfer ist hier. Und Lava. Na gut, hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich meine, der wäre auf dem geraden Weg nach ins Dorf. Und wir haben ja in der ganzen Welt nur ein Dorf gefunden bisher.
Naja. Da sind wir wieder an der Quelle. Ich sitze direkt an der Quelle, weißt du? Ich meine, wir sind immer geradeaus gelatscht. Einfach nur geradeaus. Groovy Sound. Stehen wir hier und wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Na gut. Dann muss man das verschieben. Ah, ist ja nicht schlimm. Wo will er denn hin? Ach nee, andere Richtung. Richtig. Du willst noch hin. Hops. Nö, geht's erstmal heim. Ich werde in der Kopie dann mal danach schauen, wo der Spawner gewesen ist. Und mir einfach mal die Koordinaten notieren. Und dann machen wir das einfach in der nächsten Aufnahme. Jo. Sofern der Tiger dabei ist, versteht sich. Weil ich würde da wahrscheinlich hinfinden. Kann da aber dann nicht einparken. Was? Aua. Wir rennen schon wieder viel zu weit weg hier. Das ist ja unglaublich. Vielleicht sollte man sich mal ein paar Kartoffeln reinschieben. Ja. Wäre gut. Ich hätte noch so ein lecker Zombiehirn für dich. Ja, danke. Kannst du dir auf den Ofen schmeißen oder so? Jetzt habe ich selber mal schön gehustet. Eieieiei. Dankeschön. Hör zu. 11. 13 Eier. Ja. Und ich habe vergessen, Fichten anzupflanzen. 14 Eier. Also die kacken ja wie die Bekloppten. Ja, das tun sie wohl. Schwupp. Oh, Rottenflash. Na, wer hätte das gedacht? So. Gelb. Da noch hin, das tun wir da noch hin. Und das Eisen tun wir da wieder hin. Obsidian. Arkent. So, das lassen wir hier. Tauschen das nur aus.
Wassereimer ist eher schlecht einzulagern. Dann lagern wir die eben da ein. Pim, pim. Pim, pim. Sticks tun wir dahin. Dann hätten wir noch 85 Millionen Pfeile. Du solltest dir vielleicht mal einen Bogen basteln. Ich bin nicht so der Bogenschießer. Ich eigentlich auch nicht, aber so ein Bogen hilft schon manchmal. Für einen Distanzkampf. Ist ein Bögelein gar nicht so verkehrt. Fertig, es wird dunkel. Ja. Mario! Öde! René! Hier ist der Heike! Und da sitzt mein Öde! Nö! Mein schnückeliger Öde! Du zartes Wauwau-Gestell! Was? Alter! Warum muss das Inventar mal so voll sein? Ich hab keine Ahnung. Ich leg mich mal hier aufs Bett. So, dann siehst du die ganzen Teleportationsorgien. Jetzt warten wir, bis der TK liegt. Ja, zwei Rüstungen, die gewaschen werden können. Eine ziemlich ramponierte Eisenrüstung und die Diamantenrüstung. Die sieht zwar noch gut aus, liegt aber in der Kiste. Dann würde ich sagen, nehme ich diese Eisenrüstung hier und pack die direkt da rein, sonst vergesse ich das nämlich. Aua! Ich breche mir für dich und deine zu waschende Rüstung sogar alle Knochen, merkst du? So, die Portal Gun werden wir uns auf jeden Fall aufbewahren. Yep. Jetzt haben wir sie ja regulär gecraftet. Jetzt lege ich die auch nicht mehr aus der Hand. So, schlafen. So, was machen wir heute? Wir versuchen die Weltherrschaft anzureißen. Ich denke, wir machen jetzt eine kleine Aufnahmepause. Jo. Das klingt immer so überzeugend. Jo. Halt! Eine Sache noch. Halt! Was? Schnell gucken. Ah, ich glaube, die Waschmaschine ist wieder aktiv. Ja. Warum? Leckt's wieder gewaltig? Oh, aber hallo. Ich glaube, ich bleib hier stehen. Mach die mal aus. Ich habe die Rüstung mal rausgenommen. Problem daran ist allerdings, die wird erst dann ausgehen, wenn die Kohle verbrannt ist. Es ist noch laut.
Langsam. 60.000 von 64.000. Ah, hier haben wir 55.000 drin, hier auch. Fast 3 Stunden, ne? Ja. Weißt du Bescheid, die brauchen ganz schön lang. Das war das, was du sehen wolltest? Ja. Okay. Ja, 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 jetzt leckt's wieder. Das tut mir leid. Das Erstaunliche, das geht auch gar nicht mal so sehr auf die CPU. Das ist das hier Witzige daran. Konzentrier dich auf das Pendel. Deine Augen werden schwer. Wow. 0 FPS. Wow. 2 FPS. Hey. Das macht das Steuern unmöglich. FPS waren. Die Maschine ist übrigens aus. Dann dürfte sich das gleich normalisieren. Weil ich habe den Sound hier noch stotterhaft auf dem Kopfhörer. Okay. Maschine ist aus. Und bei mir leckt nix. Mahaha. Na gut, dann warten wir mal. Muss nach vorne laufen. Ja. Ah, geht doch. Puh. Alter Schwede. Gut, dann stell dich da jetzt mal wieder an die Kiste. Obwohl, ich lasse die Rüstung im Inventar und schmeiß die an, wenn ich unterwegs bin. In der nächsten Aufnahme. Deswegen machen wir jetzt auch mal eine schöne Aufnahmepause. Und das hat definitiv mit Sound zu tun. Immer wenn... Ziemlich sicher sogar. Wenn du ziemlich viele Soundquellen auf einem Haufen hast, wie zum Beispiel eine größere Animal Farm, die gleichzeitig im Wasser springen und plätschern, ja? Oder in Lavahöhlen, wo Wasser fließt, das sind ja auch 2 Sounds von mehreren Quellen. Ja? Und wenn du dich davon entfernst, dann gibt's Leggings. Ja. Man kennt das. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Hals. Machen wir an dieser Stelle mal einen harten Schnitt, wenn man so will. Das war eine angenehme Session. Nicht ganz so produktiv, wie sie hätte sein sollen, aber ist schon was bei rausgekommen. Jo. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es erstmal so stehen. Die nächste Maschinerie bauen wir dann, wenn du wieder da bist. Da werde ich mir ein bisschen Glas organisieren und dann machen wir da vom Maschinenhäuschen das Dach. Und vielleicht gucken wir dann mal jetzt, wenn ich die nächsten Soloaufnahmen habe, vielleicht finde ich ja ein bisschen Basalt, indem ich nach Vulkanen suche. Vielleicht laufen wir einfach mal durch die Welt. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ja. Gut, dann lassen wir es so stehen. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zusehen und wünschen einen angenehmen Tag. Wir zwei sehen uns dann natürlich planmäßig morgen wieder, wenn es denn passt mit den Folgen und so weiter. Bis dahin würde ich sagen, schön mit Öl, danke fürs Zusehen, bis denn, bye bye.